Heute geht's um ein Thema, um das kein Sprachlehrer je herumkommt, nämlich um die Grammatik. Und wir hoffen, dass wir Ihnen da wieder einige gute Inputs bieten können und Sie in Ihrem virtuellen Methodeneinkaufskörbchen wieder was zu mitnehmen haben. Ja, wer sind wir? Mein Name ist Helena Hirsch. Ich bin eine alte Meritanerin in dem Sinne, bin schon sehr, sehr lange dabei, war bis vor meiner Pensionierung für den gesamten Fremdsprachenbereich zuständig. Jetzt bin ich die, sagen wir so, die easy Oma. Mama kann man nicht wirklich sagen, aber die Oma in Pension, die sich um die Kleine kümmert und schaut, dass sie halt einen guten Start in ihr Schulbuchaktion, in ihrer Schulbuchaktionslaufbahn bekommt. Und Tanja, bitte, würdest du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Tanja Greil. Ich unterrichte in meinem Hauptberuf Fachdidaktik Englisch in der Lehrerinnenausbildung an der Universität Salzburg. Ich wohne allerdings in Tirol, also in der Nähe von Kufstein. Und es freut mich auch, dass wir heute so eine bunte Gruppe sind. Und ich habe mir Easy schon unter vielen Aspekten angesehen und heute einmal mit der Grammar-Lupe sozusagen, und das ist auch das, worauf ich mich dann in den Beispielen beziehe, und ich freue mich schon auf dieses Webinar. Danke. Und wie gesagt, die Tanja hat es jetzt gerade erwähnt. Sie hat sich also mit der Grammatiklupe in den Easy-Bänden umgesehen. Und wir würden natürlich auch Sie einmal gerne befragen. Und zwar, wie gesagt, es geht um Grammatik, um die kommt man ja als Sprachlehrer sowieso nicht herum. Aber wir würden gerne von Ihnen wissen, wie gerne unterrichten Sie eigentlich Grammatik? Recht gerne? Geht so? Das muss ja sein. In diesem Sinne wechsle ich jetzt kurz in unser Umfragetool und würde Sie jetzt bitten, abzustimmen. Recht gerne geht so, muss ja sein. Sie müssen sich nicht genieren, wenn es bei Ihnen irgendwie muss ja sein ist, weil ich glaube, es geht Ihnen nicht alleine so. Okay, das dürfte, glaube ich, 21 Stimmen sind abgegeben. Kommt. Okay. Ja, dann werde ich einmal kurz die Ergebnisse präsentieren. 72%, also knapp 73% von Ihnen unterrichten Grammatik recht gerne. Tanja, das ist super für dich. 23% sagen, naja, geht so. Und 4,5%, ja, da hält sich die Begeisterung vielleicht ein bisschen in Grenzen, aber es muss eben sein. Ja, danke Ihnen einmal vielmals fürs Teilnehmen an dieser Umfrage. Und ich werde die jetzt beenden und zurückgehen. Genau, und Tanja, würdest du dann bitte einmal Okay. sagen, worum wir uns heute kümmern werden. Ich komme ganz gleich noch einmal zurück auf das Ergebnis, das ja sehr erfreulich ist. Wir schauen uns zu Beginn ein paar Grundlagen an, was den Grammatikunterricht betrifft. Der Fokus heute ist ja immer die Einführung neuer Grammatik, deswegen dann eben auch der Schwerpunkt. Was ist das Ziel und worauf setzen wir heute den Fokus? Und ich werde Ihnen dann verschiedene Beispiele von Formen von Inputs, mit denen Sie arbeiten könnten, und auch mögliche Tasks, um sozusagen einige Werkzeuge auch zu haben, wie man Grammatik einmal anders einführen kann. Ja, dann hast du uns eine Quote vorbereitet? Ja, und zwar habe ich das gefunden von David Crystal, der gemeint hat: I'm not afraid to use the word grammar, but I can see why people would be.
Der Umfrage nach würde ich jetzt sagen, Sie gehören nicht zu denen, die Angst haben vor diesem Word Grammar. Es würde uns aber jetzt doch noch interessieren, wie es Ihre Schülerinnen sehen. Und das macht jetzt noch einmal die Helena. Wir haben eine zweite Frage Die vorbereitet. zweite Frage wäre an Sie, welches Adjektiv glauben Sie, fällt Ihren Schülerinnen spontan zum Begriff Grammatik ein? Wobei ich sagen muss, und da gehe ich gleich wieder in mein Tool, ich habe das kurzfristig dann noch das Wording ein bisschen geändert, weil zum Begriff Grammatik sagen Sie vielleicht weniger, aber zu Grammatik lernen. Da fällt Ihren Schülerinnen sicher ein Begriff ein. Und die Möglichkeiten sind spannend, schaut jetzt nicht so aus, wichtig, langweilig und schwierig. Wenn noch Stimmen kommen, dann bitte jetzt. Und dann schauen wir uns die Ergebnisse nochmal an, Tanja. Also hier sieht man schon, dass der Trend, also der größte Teil der Torte geht an schwierig, also dass Grammatik von vielen Schülerinnen auch als schwierig empfunden wird, also insbesondere denn eben die Umsetzung von Grammatik auch im eigenen Schreiben und Sprechen. Ich denke, das wird eben auch mit schwierig verbunden. Langeweile und wichtig halten sich fast die Waage, also das ist nur ein paar Prozentpunkte Unterschied. Das langweilig wäre also schon auch ein Punkt, mit dem ich heute ein bisschen aufräumen möchte, dass wir uns ein paar Aspekte anschauen, wie man vielleicht die Langeweile etwas reduzieren kann. Dass es schon als wichtig empfunden wird, ist grundsätzlich ja auch gut, denn so wie mit Vocab verhält es sich auch mit Grammar. Ohne das geht es eben auch nicht, die Kommunikation. Und ja, interessante Ergebnisse und mal schauen, ob wir dazu heute auch ein paar Lösungen anbieten können. Gut, dann werde ich mich wieder aus dem Umfragetool zurückziehen. Und Tanja, dann over to you, bitte. Vielen Dank. Danke, Helena. Also ein paar Grundlagen, auf die ich mich heute eben beziehen möchte, ist ein Ausgangspunkt, stellt klarerweise der Lehrplan dar für die Mittelschule und die AHS-Unterstufe, lautet ein didaktischer Grundsatz, dass die Kontextualisierung von Wortschatz und Grammatik von zentraler Bedeutung ist und Sie sehen es hier unten. Jetzt muss ich gerade meinen Pointer da noch aktivieren. Es soll beides in vielfältig kontextualisierter, unvernetzter Form erfolgen. Also das heißt, die Einführung von Grammatik wie eben auch von Wortschatz soll nicht isoliert, also das wäre sozusagen der Gegenpol dazu, erfolgen. Und es sollen auch grammatische Strukturen zueinander in Beziehung gesetzt werden und weiter unten wird dieses kontextualisiert noch etwas näher ausgeführt, indem eben steht, generell sind die situative Einführung und ein induktives Erschließen, also das Selbsterschließen durch die Schülerinnen, aus Zusammenhängen und Textbeispielen anzustreben. Also das heißt, ich soll nicht nur isolierte Sätze hernehmen und anhand derer eine Grammatikerklärung geben, sondern idealerweise von einer kommunikativen Situation starten und dann entsprechende Aufgaben schaffen, sodass die Schülerinnen die Chance bekommen, sich selbst hier auch grammatische Zusammenhänge zu erschließen. Das ist unser zentraler Fokus und das wird uns begleiten während des Webinars. Ich habe, um das Ganze noch ein bisschen zu spezifizieren, dazu noch vier Leitsätze abgeleitet, wobei man sagen muss, diese ersten drei schauen wir uns dann im Folgenden an. Der letzte, den ich gleich noch ansehe, ist eher schon für den Teil 2 des Webinars. Also, Learners should be exposed to rich, varied and meaningful input. Das heißt eben, das würde dieses vielfältige Kontextualisieren ganz gut widerspiegeln. Also es sollen Formen von Input sein, die eben auch
sinnvoll sind, die grammatische Strukturen gut darstellen, aber auch sonst entsprechend adäquat sind für die Altersgruppe, für die Zielgruppe. Wenn ich einen Input habe, brauche ich auch immer Tasks, damit dieser Input rezeptiv verarbeitet werden kann. Das heißt, der Fokus steht zunächst hier auch auf Comprehension, auf irgendeine Einbettung. Hier wird betont und auch die Idee des Mitdenkens, they should encourage learners to think for themselves as often as possible. Das heißt, also dieses Mitdenken anregen ist auch, wäre ein Anspruch an gute Aufgaben. Und der dritte Punkt, der ist jetzt speziell für Grammar-Strukturen, die eingeführt werden, dass man sozusagen in diesem Input dann die Aufmerksamkeit eben auf diese neuen Strukturen lenkt, also noticing und working out for themselves, why. Also das why, das warum wird eine Struktur hier verwendet vom der Sprecher oder vom Verfasser von Texten. Diese drei Punkte werden noch näher ausgeführt, deshalb spare ich meine Erklärung hier. Der vierte Punkt entspricht im Grunde auch diesem kommunikativen obersten Ziel, das wir ja verfolgen sollten im Fremdsprachenunterricht. Im Endeffekt sollen die Schülerinnen ja befähigt werden, auch dass sie Sprache, also bedeutsam und eben auch in kreativer Weise verwenden können, um eben um ihre eigenen Ideen und das, was sie sagen wollen, ausdrücken zu können. Also diese vier Punkte, da werde ich auch noch einmal darauf zurückkommen. Grammatik einführen, was ist heute unser Schwerpunkt? Ich habe es versucht, grafisch darzustellen, das Ganze, was ich eben schon mit ein paar Leitsätzen erklärt habe. Also wir sehen uns zunächst an, wie kann Input aussehen? Input, der sich eignet dafür, um eine Kommunikationssituation, die typisch ist für bestimmte Strukturen, anschaulich zu machen und zugleich den Kontext darzustellen. Und dazu muss ich mir dann Tasks überlegen, Aufgaben, die die Schülerinnen zum Denken oder eben auch zum Selbsterschließen anregen. Und grundsätzlich wäre eben auch ein Ziel, dass es eben vielleicht Grammatik auch einmal als spannend erlebt wird und nicht nur eher als etwas Langweiliges. Das Ganze werden wir, und ich habe deswegen auch diesen Begriff hier gewählt, eher kleinschrittig anlegen. Auch die Beispiele, die ich zeige, gehen sehr gelenkt vor, sodass dieses Discovery Learning der Schülerinnen in kleinen Schritten erfolgt, sodass hier auch alle Schülerinnen mitgenommen werden können. Also es gäbe hier schon verschiedene Möglichkeiten. Das oberste Ziel sollten wir immer im Auge haben. Es ist uns auch wichtig, den Schülerinnen eine aktive Rolle zu geben und sie nicht nur in die Rolle der Zuhörenden zu versetzen, die eben einen Grammar-Input sich anhören oder erklärt bekommen von der Lehrerin oder sich eben die Grammar-Box durchlesen. Idealerweise schreiten wir von diesem Input nach und nach zuerst eher sehr guided Tasks und zunehmend offeneren Tasks, in denen sie eben Sprache sinnvoll verwenden können. Einzelne Beispiele werde ich schon geben, wenn es sich vom Input her schon anbietet. Nun, welche Anforderungen soll guter Input erfüllen? Wir haben es bereits gelesen. Rich, varied and meaningful. Die Schülerinnen sollen aus diesem situativen Kontext oder aus der Kommunikationssituation erfahren oder erleben können, wann brauche ich die Struktur überhaupt? Zum Beispiel werden wir gleich die Adverbs of Manner sehen. Wann brauche ich die eigentlich und wozu brauche ich sie? Das ist eben der zweite Punkt. Was ist die Bedeutung, was ist die Funktion einer Struktur? Also im Lehrplan, das habe ich im Zitat vorhin weggelassen, heißt es ja auch, der funktionale Aspekt hat Vorrang gegenüber dem formalen Aspekt. Es ist eben ein Unterschied, ob ich in einem Gap-Fill
einfach die Lücken ergänzen kann, ohne dass ich mir groß überlegen muss, warum verwende ich das überhaupt, oder ob ich eben mir Gedanken machen muss, was macht das mit meinem Text, den ich schreibe, oder was macht das mit einer Aussage, die ich mache, und welchen Effekt kann das haben auf denjenigen, der das liest oder hört. Also dieses Wofür, also das Warum, ist auch sehr wichtig. Es gibt ganz verschiedene Arten von Inputs. Da ich heute mit Beispielen aus Easy arbeite, werden wir uns vor allem auf die obersten drei konzentrieren. Idealerweise arbeiten wir entweder mit geschriebenen Texten und Textsorten, die typisch sind für die Verwendung bestimmter grammatischer Strukturen, um einfach einmal das einzuführen. Das kann im Anfangsunterricht sehr häufig mit Bildern sein, weil es eben das Ganze auch noch visuell unterstützt, aber zunehmend dann natürlich auch ohne Bilder. Sehr viele Kommunikationssituationen, speziell im A1, A2-Unterricht, sind ja auch auf gesprochene Sprache bezogen. Das heißt, sehr viel ist eigentlich diesem dialogischen Sprechen, der Interaktion geschuldet. Und da kann ich entweder mit schriftlichen Dialogen arbeiten oder idealerweise schon auch mit Audios oder sogar einem Video, wenn ich eins habe. Oder wenn ich in einer Team-Teaching, wie in den meisten Mittelschulen bin, kann ich auch meine Kollegin, meinen Kollegen bitten, dass wir einen Dialog einmal gemeinsam vorlesen oder gemeinsam etwas fast rollenspielartig vortragen, um diese Gesprächssituation mit anschaulicher Intonation und so weiter vorzuspielen. Natürlich eignen sich im Anfangsunterricht als Input vor allen Dingen auch Bilder. Das kann eine Art Wimmelbilder sein, das sehen wir gleich Beispiele, oder einfach auch nur kleinere Zeichnungen und Fotos. Songs oder Realia, also wirkliche Objekte oder das Klassenzimmer oder die Schülerinnen selbst, eignen sich ebenfalls als Input, der für eine Kommunikationssituation verwendet werden kann. Nun, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen. Hier unsere erste Art von Input haben wir die Textsorte Spooky Story. Das passt ja gut zu diesen jungen Schülerinnen in der zweiten Klasse. Das ist also jetzt ein Beispiel aus Easy 2. Man sieht, einerseits haben wir noch den Bildimpuls, der sozusagen einerseits das Verständnis erleichtert. Kann man natürlich auch sehr gut für Vokabel, Topic-Related Vocab nützen und verwenden. Und zugleich sehen wir hier bereits, dass in dieser Story die Adverbs bereits blau hervorgehoben sind. Und später kommen wir auf das Beispiel zurück, sodass sozusagen so der erste Grammar-Anker schon gesetzt ist. Und wir haben hiermit sozusagen die Situation und die Verwendung, wo Adverbs of Manner tatsächlich auch benötigt werden. Wir werden dann noch sehen, wie die Funktion erklärt wird. Ein anderes Beispiel, das jetzt rein mit Text arbeitet, ist aus Easy 3. Und zwar geht es hier um einen informativen Text. Also da geht es wirklich um Informationsvermittlung. Man sieht hier auch, A History School Project on Ancient Heroes. Da gibt es im Buch mehrere so kürzere Textauszüge. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und in diesem Kontext, also in dieser Situation, werden Relative Clauses, die sich hier finden mit Who, und da finden Sie noch weitere. Auch auf dieses Beispiel kommen wir noch einmal zurück. Wenn wir jetzt eine dialogische Situation uns ansehen, wäre das ein Beispiel. Hier ist der Dialog abgedruckt, aber das würde sich zum Beispiel auch sehr gut zum Vorlesen oder Vorspielen eignen. Wir haben die Gesprächssituation ganz klar definiert. It's Friday afternoon, Jennifer and Alex are walking home from school. Damit ist eigentlich die Gesprächssituation, der Kontext geschaffen. Und What are your plans for the weekend?
Damit wird die Funktion schon einmal angeregt. Und auf der anderen Seite folgen dann passend zu diesem Dialog dann zunächst Comprehension Tasks, also wo es eher mal um das Verstehen geht. Und dann wird eben der Grammar Focus quasi gesetzt. Das sehen wir uns bei weiteren Beispielen dann an. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, kann man aber auch mit reinen Bildimpulsen arbeiten. Das ist ja fast eine Art Wimmelbild, weil hier sehr viele Aktivitäten stattfinden, die sich wunderbar beschreiben lassen. Und der Fokus hier ist ja auf die Einführung von Present Progressive im Kontext, dass ich etwas beobachte, wie wenn ich hier sozusagen mit meinem Fernglas sitze und diese Szene beobachte. Present Progressive ist ja auch die typische Zeit, die verwendet wird, um eben eine Bildbeschreibung im Englischen zu machen. Und in diesem Setting ist sozusagen die Einführung von Present Progressive angesiedelt. Ein anderes Beispiel, wo auch ein großes Bild eine Rolle spielt, ist dieses Predicting und Speculating als sozusagen als die Funktion und Hauptverwendung von Will Future. Wie man hier sieht, ist auch hier wieder die Situation beschrieben. Mira sees the world in 2080, also dieser Blick in die Zukunft in her crystal ball, also so der klassische sozusagen Blick in die Kristallkugel, und das ist der typische Aufhänger für das Predicting. Nun, soweit, so gut. Jetzt haben wir unseren Input. Was machen wir mit dem? Also wie verwenden wir ihn? Wie setzen wir ihn ein? Sie erinnern sich vielleicht, am Anfang hatten wir diese beiden, also den zweiten und dritten Leitsätze, dass es sinnvoll wäre, die Schülerinnen zum selbstständigen Denken, zum Mitdenken anzuregen und eben auch die Aufmerksamkeit auf Examples of Language, also einen speziellen Grammar Focus zu setzen und damit dann sie etwas erschließen lassen, etwas entdecken lassen, working out for themselves. Das kann eben gelingen, wenn ich entsprechende Lerngelegenheiten schaffe, also mir Aufgaben überlege, die die Schülerinnen aktiv einbeziehen. Und das sehen wir uns jetzt im Folgenden anhand von sechs Beispielen an. Ich habe jetzt jeweils zwei Beispiele aus Easy 1, 2 und 3 genommen, damit man auch ein bisschen sieht, wie sich das entwickelt. In Easy 1 spielen, wie schon gesagt, Bilder eine zentrale Rolle. Das kann ich aber eben auch sonst machen, wenn ich mit kurzen Inputs arbeite, dass Bilder die Situation oft noch viel klarer machen können. Also dieser Dialog wird durch das Bild sehr gut repräsentiert. Man bekommt sofort eine Vorstellung, in welcher Situation sie sind. Sie sitzen vor dem Laptop und sprechen dann über Online-Shopping und was sie eigentlich kaufen wollen oder nicht kaufen wollen. Und der Grammar Focus, der hier gesetzt wird, ist Negation with do. So, der Focus auf don't and doesn't. Das ist naturgemäß im ersten Jahr, ist das alles noch, sind es sehr kleine grammatische Phänomene, die eingeführt werden. Hier geht es darum, dass die Schülerinnen zunächst noch einmal das don't und das does not im Dialog selbst entdecken sollen, unterstreichen sollen, auch verschiedene Farben für don't und doesn't verwenden sollen, sodass sie das schon einmal differenzieren. Und dann auch noch einmal übertragen in diese Liste hier. Also diese Sätze hier sind identisch mit dem hier. Und das Rote hier wären sozusagen dann die Schülerantworten. Natürlich ist das nicht die erste Aufgabe, sondern vorher gibt es schon Comprehension Tasks, die sozusagen sicherstellen, dass die Schülerinnen überhaupt wissen, worum es da geht. Dann gibt es noch eine zweite Frage: When do you use don't and when do you use doesn't? Das kann man einerseits, bezieht sich das natürlich auf das Phänomen mit Hijet, also mit der Person, dass es personenabhängig ist. Man kann aber hier das auch noch
allgemein erfassen. Wann brauche ich das eigentlich? Wann benötige ich don't oder doesn't? Was drücke ich damit aus im Englischen? Also in welchen Situationen, wenn ich eben sagen will, dass ich etwas nicht machen will oder nicht kaufen will oder und so weiter. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dass ich das hervorhebe, dass man damit das ausdrückt, um das auch noch einmal zu verdeutlichen. Man denkt sich, okay, das ist ja völlig trivial und einfach, nur sind so grammatische Begriffe wie Negation oft weniger klar, als man sich das vermutlich oft so denkt. Also gerade diese abstrakten Begriffe kann man mit einer Erklärung der Funktion auch noch deutlicher machen. Das zweite Beispiel, das ist jetzt, wirkt ein bisschen komplexer hier auf der Folie, weil sie sehr voll ist. Das sieht man hier, es sind mehrere Bilder, aber wieder ähnlich eine dialogische Sequenz im Supermarkt. Da geht es ums Einkaufen und es geht um die Einführung von den Pronomen this, that, these, those. Und man sieht schon, das Fingerzeigen spielt da eine zentrale Rolle. So lässt sich das ja auch ganz gut einführen. Und auch hier gibt es vorher wieder Comprehension Tasks. Und dann, ähnlich wie im Beispiel vorher, geht es wieder darum, im Text sozusagen die Form zuerst erkennen zu lassen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. In diesem Fall wird es hier auch noch einmal übertragen, damit es sozusagen noch fokussierter und gebündelter dann dasteht. Und im dritten Schritt kommt wieder die Frage, when do you use this and that and these and those? Draw pictures. Da wird sozusagen jetzt schon die Funktion gleich mit der Verwendung kombiniert. Hier ist es natürlich auch wichtig, dass ich noch einmal auch die Aufmerksamkeit hier auf die Bilder lenke und beziehungsweise diese Illustration verwende, dass was habe ich hier bei mir und was ist dort drüben und die Aufgabenstellung, dass die Schülerinnen selbst jetzt noch einmal so Strichmännchenzeichnungen machen und das Ganze in eine Einkaufssituation einbetten, ist schon eine erste Möglichkeit, dass sie relativ nonverbal diese Verwendung von this und that einmal darstellen und dann gemeinsam mit einem Partner das austauschen und dieses this und that dann versuchen auch gleich zu verwenden. Und hier ermögliche ich Ihnen also sozusagen die Situation selbst zu erleben und daraus auch die Verwendung sozusagen abzuleiten und einen ersten Schritt zum Festigen zu machen. An den nächsten zwei Beispielen sehen wir in Jahr 2, im Year 2 wird das Ganze schon komplexer. Es sind auch die grammatischen Strukturen, also speziell auch Tenses oder Aspekte wie Adverbs und so weiter, relativ anspruchsvoll und auch relativ häufig. Und in vielen Units werden neue Grammatikstrukturen eingeführt. Das Beispiel mit der Halloween Spooky Story hatten wir schon kurz. Ich habe es ja schon kurz erklärt. Jetzt sehen wir uns dazu die Aufgaben an. Also, wenn wir uns jetzt kurz einen Überblick über diese Seite verschaffen, dann sehen wir, dass die Aufgaben 1 und 2 haben noch überhaupt nichts mit dem Grammar Focus zu tun. Nämlich hier steht einerseits dieses Topic-Related Vocabulary im Vordergrund. Da werden auch die Bilder noch einmal so thematisiert. Das kann ich wirklich auch zu Vocabulary Activation und so weiter verwenden oder eben auch nochmal klarzustellen, dass alle Halloween-related Vocabs klar sind für jeden. Hier werden die Schülerinnen auch persönlich abgeholt. Do you like Halloween? Also da geht es auch um das Persönliche, um die persönliche Haltung und Meinung dazu. Erst in Nummer 2 fokussiert sich dann eigentlich auf den Inhalt der Story. Die Story, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, hat ein offenes Ende oder ist noch ohne Ende in dem Fall. Hier gibt es einmal eine ganz klassische Comprehension Task. Da müssen also sozusagen die ist eine Ordering Task, die passend
zu den Bildern und zu den kurzen Texten geordnet werden soll. Und das Zweite ist, dass die Kinder noch einmal aufgefordert werden, im Text nachzuschauen, was eigentlich gemacht wird rund um Halloween, also was da so übliche Vorgehensweisen sind. Und erst dann setzen wir den Grammar Focus. Die Schülerinnen sind weiterhin aktiv und wir gehen jetzt nicht einfach mit einer Erklärung voraus, sondern die Schülerinnen schauen sich die Adverbs of Manner in Blue an. Also sie wissen eigentlich noch nicht, was Adverbs of Manner sind. Es ist auch gar nicht relevant zum Zeitpunkt hier. Aber sie sind aufgefordert, hier das tabellarisch anzuführen. Alle Formen finden sie in der Story. Sie müssen sie nur eben erkennen. Bei den Special Forms müssen Sie sozusagen auch selbst erschließen, was könnte zu was passen. Das Schwierigste ist vermutlich good and well. Bei fast und hard ist es ja offensichtlich. Und somit habe ich jetzt einmal die Aufmerksamkeit auf die Form gelenkt. Und dann gibt es hier ein Rule Finding, das auf die Funktion oder auch auf die Bedeutung von Adverbs oder was Adverbs in einem Text bewirken, abzielt. Das sieht man hier. Das finished rule ist hier durch das Einkreisen. Und die Schülerinnen sollen hier eben auch erkennen, dass es um das how a person does something geht. Und da ist es sicher auch wichtig, dass man das dann thematisiert. Wie sehe ich denn das und worauf bezieht sich denn das? Wenn zum Beispiel, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Mira said sadly, or Zeynep and Colin shouted angrily, they ran out fast. Dann sieht man, das sind alles auch zum Teil sogar Aktionen, die man im Bild irgendwie wiedergespiegelt sieht und die dann sozusagen durch das Adverb näher beschrieben werden. Der zweite Teil des Rule Finding zielt darauf ab, welche Wirkung oder Adverbs in einer Story haben. Und da geht es eben auch darum, dass die Schülerinnen dann selbst sozusagen auch feststellen, ja, was macht es mit einer Geschichte? Macht es sie nur länger oder vielleicht doch auch interessanter, exciting, interesting? Auch das kann man noch ein bisschen ausführen, thematisieren. Warum ist das so? Und warum ist es sinnvoll, so etwas auch im eigenen Geschichten umzusetzen. In dem Fall verweise ich jetzt auch kurz auf die Tasks, die folgen. Da sieht man nämlich, wie dieses Engaging dann sich fortsetzen kann. Es steht jetzt dann in der Folge nicht ein Worksheet im Vordergrund, wo sozusagen irgendwie zum Beispiel Adverbs eingesetzt werden müssen, sondern nein, es steht eigentlich eine Gruppenaktivität im Vordergrund, wo einerseits so Verb Noun-Collocations stehen, die alle mit Miming dargestellt werden müssen und sozusagen mit beliebigen Adverbs kombiniert werden sollen oder passenden Adverbs. Und hier ist auch ein Musterdialog vorgegeben, sozusagen ein Kind mimt etwas, also stellt das mimisch dar und die anderen müssen dann erraten, was es sein könnte. Und damit wird eigentlich auch noch einmal die Bedeutung von Adverbs dargestellt, nämlich dass ein Adverb immer mit einer Aktion verbunden ist und immer eine Aktion näher beschreibt. Und damit kann ich hier auch einen Anker setzen, weil das sicher auch sehr lustige Kombinationen ergibt, die vermutlich das auch das Memorizing und das Behalten erleichtern. Und ich habe vorhin kurz erwähnt, die Geschichte, die Bildergeschichte ist offen. Und im nächsten Schritt sollen die Schülerinnen dann bereits ein Ending für die Picture Story finden. Und sie können es entweder so darstellen wie im Beispiel, oder sie können es, wenn sie es wollen, auch mit einem Comic Strip darstellen mit Speech Bubbles. Das ist sicher für leistungsschwächere Schülerinnen ist das jedenfalls einfacher in der Darstellung.
Auch hier die Aufforderung, Adverbs of Manner einzufügen. Und da kann man wieder betonen, um das Ending eben more interesting, more exciting zu machen. Das Beispiel mit Future und die Schule der Zukunft haben wir bereits kurz angesehen. Das Ganze ist in dem Fall mit Listening kombiniert. Das heißt, ich muss nicht hier sofort auf den Text, wie er abgedruckt ist, gehen, sondern ich kann auch das Bild, wenn ich zum Beispiel auch das digital zeigen kann, nur das Bild wirken lassen und dazu zum Beispiel das Gespräch oder was Mira für Predictions macht, anhören lassen. Damit wirkt das Bild besser. Das Ganze aktiviert auch noch einmal einiges an Vokabular und Sie können vor allem das Beschriebene auf dem Bild auch mitverfolgen. Anschließend gibt es wieder einen Gap-Fill, der sozusagen auch noch einmal das Verstehen erleichtert und den Fokus hier setzt. Man sieht hier die Szene, in der die Kinder sind. Während dieses Gesprächs hier wird hier auch noch einmal illustriert. Sie kennen mittlerweile das Muster, also es geht immer darauf, sozusagen die Form sozusagen erkennen zu lassen und überhaupt die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. In dem Fall ist es wieder mit Underlining zuerst, dann sollen aber auch zwei Tabellen entsprechend ins Heft übertragen werden, jedenfalls auf ein extra Blatt. Man sieht ja, es ist hier auch sinnvoll, ein bisschen zu variieren, sodass das Muster nicht immer völlig identisch ist. Und dennoch die Schülerinnen mit der Zeit auch erkennen, dass sie bei der Grammatikeinführung dennoch immer eine aktive Rolle einnehmen. Das Working Out Why ist hier in dem Fall mit einer Ticking Task, wo ich mir die richtige Antwort erkennen soll. When we speculate about the future. Und hier ist es natürlich auch sinnvoll, okay, die Mira hat ihre Crystal Ball, aber wir im Alltag haben das natürlich nicht. Aber trotzdem spekulieren wir ja über die Zukunft und machen uns Gedanken über die Zukunft. Und gerade also junge Menschen machen das ja noch viel mehr. Da ist es auch sinnvoll, sich Situationen zu überlegen, wann denkt man überhaupt über die Zukunft nach und spreche ich da mit jemandem darüber und so weiter. Auch hier folgen gleich wieder Tasks, die zur Anwendung schreiten. Hier haben wir zum Beispiel einige Fragen, die auch einen persönlichen Bezug haben. Do you think you will have a robot in the future? Auch das kann man ein bisschen ausweiten. Yes, I will. Why? What can the robot do? Und so, also es gibt hier auch die Möglichkeit, das auszubauen. Auch hier haben die Kinder, obwohl es wirklich immer die gleiche Struktur ist, gleich die Möglichkeit, das selbst anzuwenden und damit ihre eigenen personalisierten Tasks zu schaffen. Oder es gibt hier unten auch noch eine kreative Sprachverwendung, so mit typischen Sentence Starters, die sie analog zu Miras Gedicht selbst auch verwenden können, aber wieder bezogen auf was Sie schreiben möchten, sodass es wieder ein individuelles Produkt ergibt. Das waren jetzt zwei sehr ausführliche Beispiele. Aus dem Band 3, also den Text hatten wir vorhin schon kurz. Die Progression im Band 3 ist vor allen Dingen, dass eben die Texte mehr in den Vordergrund rücken, dass oft auch insgesamt Phänomene dann im Text zu erkennen sind, auch selbst überhaupt einmal gefunden werden müssen. Auch hier ist das Underlining wieder, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, dass bei anderen Beispielen die Schülerinnen selbst dann ein Poster zu den Rules kreieren sollen. Also es gibt schon hier auch mehr Schritte in Richtung Selbstständigkeit. Auch hier ist es so, dass die Frage in dieser kurzen Aufgabe mal nur darauf abzielt, wann verwende ich who, which and that, während ich das Lernziel oben, das relative clauses give more information with the about
something or someone. Das ist etwas, das ich die Schülerinnen noch mehr ausarbeiten lassen kann. Also hier ist es auch wichtig, die Funktion noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Also eine Möglichkeit bietet sich bei diesen Texten auch an, dass die Schülerinnen zum Beispiel, das eignet sich jeder Satz, in dem Relative Clauses vorkommen, alle Relative Clauses mit who, which, that weglassen sollen und dann selbst sozusagen die Texte vorlesen und ihr Partner hört zu und soll dann sagen, welche Informationen jetzt eigentlich gefehlt haben oder wie der Text gewirkt hat ohne diese Relative Clauses. Und damit würde man auch erkennen, dass der Informationsgehalt ziemlich sinken kann, wenn ich diese ganzen Zusatzinformationen weglasse. Auch da gebe ich Verantwortung an die Schülerinnen ab und mit zunehmendem Alter und auch Sprachniveau ist das auch eine sinnvolle Ergänzung. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Beispiel, um das Ganze zu illustrieren. Das ist wieder ein Beispiel, gleich ganz zu Beginn von Easy 3. Also man sieht hier schon am Titel, es geht um ein Dilemma und darum, dass die Mira eine wichtige Entscheidung treffen muss. Und in diesem Kontext wird das Conditional One, also die If Clause, ist auch eingeführt, mit denen ich sozusagen handeln und Konsequenzen oder Resultate aus meinem Handeln beschreiben kann. Das ist ja sehr oft, wenn ich abwäge bei Entscheidungen, wenn ich das mache, dann passiert das oder wenn ich jenes mache, passiert etwas anderes. Und genau darum geht's hier. Da sind auch die Schülerinnen bekommen hier gleich die aktive Rolle zuzuordnen, wo welche Satzfortsetzung sozusagen, welche Main Clause passt. Und dann müssen Sie auch noch begründen, warum? Give reasons for your choice. Und damit kann ich wieder die Aufmerksamkeit auf die Funktion lenken, dass ich einerseits sage, also if I keep my magic powers, also wenn die Mira das sagt, dann passiert dieses und jenes oder dann ändert sich dieses und jenes nicht. Und damit können Sie auch die Funktion erkennen, dass ich damit ein Resultat oder eine Konsequenz ausdrücken kann. Beim Grammar Spot ganz unten, also ich weiß nicht, ob Sie das so ganz gut lesen können, geht es auch wieder darum, dass sozusagen die Regel, wie das gebildet wird, selbst ergänzen müssen. Also man sieht, das ist das Abstraktionsniveau hier schon etwas größer. Also es muss hier if plus Subjekt ergänzt werden und dann hier auch diese Grammar Terms. Also es wird so langsam auch mehr so grammatische Sprache dann auch eingeführt mit den Rules. Und aber eben auch sehr wichtig ist überhaupt hier wieder, dass ich in diesem Kontext des Decision Making und schwierige Entscheidungen treffen bleibe, damit die Schülerinnen auch wissen, wann kann ich denn oder wann brauche ich denn vielleicht selbst solche If-Clauses, um etwas zu beschreiben. Das waren jetzt unsere 6 Beispiele zu diesem Guided Discovery Learning. Also jetzt nochmal kurz als Zusammenfassung. Am Anfang brauche ich einen guten Input, der meine Kommunikationssituation anschaulich darstellt und idealerweise eine Gesprächssituation bietet oder einen Text bietet, der wirklich typisch ist für diese grammatische Struktur. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, grammatische Strukturen können ja überall und jederzeit vorkommen. Grundsätzlich ja, wenn ich einmal ein entsprechend hohes Niveau habe. Aber für die Einführung ist es immer einfacher, wenn ich eine klare Situation habe, in der es typisch ist, dass ich etwas Bestimmtes verwende. Der Vorteil, wenn ich mit einem Input arbeite, ist, dass die Schülerinnen nicht so abhängig sind von irgendwelchen Signal Words, die mal mehr und mal weniger zuverlässig sind, um irgendwelche Tenses zum Beispiel anzuzeigen, sondern dass sie es eben zum Beispiel mit einer Situation verwenden können. So, wenn wir zurückdenken, am Anfang hatte ich diesen Input mit talking about plans for the weekend.
und die Einführung der Going to Future und Talking about Plans for the next few days wäre so eine typische Situation, wo ich die Going to Future sinnvollerweise auch verwenden würde. Die Aktivitäten für die Schülerinnen können 3 bis 4 Schritte umfassen. Das ist einerseits eben in diesem Input, mit dem ich arbeite, diesen Fokus auf die Form setzen, dieses Noticing ermöglichen, durch welche Form auch immer. Das kann einmal unterstreichen sein, das kann in eine Tabelle übertragen lassen, etwas ins Heft übertragen lassen oder auch anders darstellen, visualisiert. Das Working Out Why ist wirklich von zentraler Funktion. Ich muss mir selbst überlegen, was sage ich den Schülerinnen, was verschiedene Grammatikstrukturen überhaupt bewirken. Also wann brauche ich zum Beispiel eine Past Progressive? Was bewirke ich damit? Oder wann verwende ich sinnvollerweise oder wann mache ich Comparisons of Adjectives? Wann brauche ich denn das überhaupt? Dieses Rule Forming, diese Regeln selbst formulieren, das kann man eben ganz einfach gestalten, wie wir es hatten, wo quasi nur die Regeln ergänzt werden. Oder am Schluss war es schon ein bisschen abstrakter, wo schon die Grammar Terms vorkommen. Ich kann auch die Funktion einmal selbst formulieren lassen, wenn ich es offener gestalten will. Und der letzte Schritt, der hier wie ein letzter Schritt aussieht, der aber dann eigentlich der längste Teil sein soll, bei der Einführung ist dann diese erste Überleitung in die eigene Verwendung. Und wie ich anhand einiger Beispiele gezeigt habe, braucht es nicht immer diese kleinstschrittigen Lückentexte zum Beispiel oder Sätze, die ergänzt werden sollen, sondern ich kann das Ganze auch schon eher in motivierendere Aktivitäten verwenden, wenn Sie sich an dieses Adverbs-Spiel erinnern, wo also sozusagen Action-Verbs und Adverbs kombiniert werden beliebig und die Schülerinnen das mimisch darstellen und die anderen das erraten müssen. Dazu jedenfalls noch mehr im Teil 2. Und nachdem ich mit einem Zitat eröffnet habe, möchte ich auch mit einem Zitat hier wieder schließen. Ich glaube, wir sollten uns das wirklich auch öfter vornehmen, dass das Wort Grammar und Grammar Learning, das ja oft nicht so positiv besetzt ist bei vielen Schülerinnen, doch auch ersetzt werden sollte mit Understanding Language, weil darum geht es ja auch letztlich bei der Grammatikeinführung, die Funktion klar zu machen, warum und weshalb und wofür wir bestimmte Strukturen überhaupt verwenden können. Jetzt noch ganz kurz nochmal so als das Wrap-up meinerseits. Wir haben uns heute also diesen Part angesehen von Input über Tasks zu diesem hoffentlich positiven Effekt, so dass Grammar eben auch als engaging, als interessant und eben auch wichtig weiterhin erkannt wird mit einem Guided Discovery Learning Approach. Und beim nächsten Mal am 7. März, ist jetzt der zweite Teil des Webinars, schauen wir uns dann noch näher an, wie Grammar Practice vielfältig und effektiv zugleich ausschauen kann. Liebe Tanja, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, das hilft einem auch in der Praxis immer wieder, wenn man so ein bisschen swamped ist von verschiedensten Dingen, was nicht alles zu machen wäre, dass man das doch dann wieder sieht. Man ist, wie die Frau Anhut auch gerade schreibt, auf dem richtigen Weg. Das ist eine Bestätigung. Das freut uns natürlich, dass Sie hier Ihre Bestätigung auch gefunden haben. Was meine Aufgabe jetzt noch ganz kurz ist, den EasyBlog zu erwähnen.
Der Easy-Blog, vielleicht kennen Sie ihn, vielleicht aber auch noch nicht so genau. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, da mal vorbeizuschauen. Sie sehen auf der Folie, die Sie ja sowieso morgen auch noch nachgeschickt bekommen, Sie sehen da auch den QR-Code oder Sie können es natürlich auch in den Browser eingeben, easy-hat-methode.at. Und wenn Sie da drauf schauen, dann finden Sie noch sehr, sehr viele weitere Informationen und vor allem sehr viele Beispiele aus Easy. Wir haben auf dem Blog jetzt schon eine dreiteilige Serie zu Grammar in Easy. Es gibt auch mehrere Beiträge zur Differenzierung, Individualisierung und Personalisierung. Ich glaube, Sie ist Ihnen aufgefallen, dass die Tanja heute auch des Öfteren immer wieder dieses Personalisieren erwähnt hat. Dann nach dem Erkennen und nach dem Find Out Why selber damit auch dann was machen. Wir haben auch punkto Komplexität der Aufgaben. Sie haben ja gesehen, manchmal geht ja das mehrschrittig, diese Grammar Points, dann ja auch sehr mehrschrittig über die Bühne. Wir haben auch zu den komplexen Aufgaben in Easy eine dreiteilige Serie und auch eine sechsteilige Reihe zur Wortschatzarbeit. Vielleicht haben Sie das Wortschatz-Webinar schon besucht, dann sind Sie ja mit dem auch schon in Berührung gekommen, beziehungsweise familiar. Also schauen Sie mal im Blog vorbei, Sie finden garantiert immer wieder was, was Ihnen einen Schritt weiterhilft. Und vielleicht, bevor ich jetzt nur ganz kurz die Quellen es ist seit heute am Blog auch eine Fun-Activity, eine real Fun-Activity für Sie und Ihre Schüler. Eine Voting-Activity zu den Easy-Songs kann man alles natürlich vom Blog weg auch abspielen mit einem Voting-Formular. Wie Sie es machen können, haben wir auch ein paar Vorschläge dabei. Aber wäre vielleicht ganz nett für Sie und Ihre Schülerinnen auch da mal mitzuspielen. Es ist eine gute Listening-Activity, aber auch natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, das abzustimmen, das Voten. Das ist ja ein relativ beliebte Tätigkeit bei den Kids. Ja, dann jetzt noch einmal zurück zu den Quellen. Die Tanja hat Ihnen hier auch noch, falls Sie nachlesen möchten, die Quellen, die sie verwendet hat, dann zusammengestellt. Und wie immer mein fast letzter Schritt, wenn Sie Infos brauchen, wenn Sie Fragen haben, wir sind immer gerne für Sie da. Der Easy Helpdesk, easy@veritas.at, also einfacher, ist wirklich einfach zu merken. Da geht es eher um inhaltliche Fragen, also wenn Sie wirklich in-depth inhaltliche Fragen haben. Aber noch viel wichtiger, und ich möchte da mich noch einmal jetzt auch mündlich bedanken bei meinen Kolleginnen vom Außendienst, von den Schulberaterinnen, die heute auch, so wie ich gesehen habe, so circa auch alle dabei sind in den jeweiligen Regionen, Bundesländern. Die sind auch immer wieder gerne für Sie da und telefonisch oder Teams oder sonst. Also Sie können sich auch jederzeit gerne bei meinen Kolleginnen und Kollegen melden. Dazu vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben Ihnen sehr viele Beispiele aus den drei Easy-Bänden, die es derzeit gibt, gezeigt. Sollten Sie noch keine Prüfexemplare haben oder kein Prüfexemplar von einem Band und wären interessiert daran, da mal auch genauer reinzuschauen, bitte wenden Sie sich entweder an unsere Kundenberatung, die Daten finden Sie im Anschluss, beziehungsweise eben an die Kollegen, die sehr gerne für Sie da sind und Ihnen auch die Prüfexemplare gerne zusenden. Ja, und weil die Tanja mit einem Zitat gestartet ist und auch mit einem Zitat geendet hat, erlaube ich mir das jetzt auch zu tun. Es gibt ja noch einen, David Crystal, das ist schon ein ziemliches Kaliber in English Language Teaching General. Aber nicht minder ein Kaliber ist auch der Michael Swan. Und ich glaube, keiner von Ihnen ist je an seinem Practical English Usage vorbeigekommen im Zuge des Studiums, das ja so unter anderem auch das Advanced Learners Dictionary und Practical English Usage waren ja sozusagen die Bibeln.
Leute in meinem Alter waren auch sehr viel mit Thomson Martin unterwegs, aber das ist genau das, was wir heute nicht mehr wollen. Und ich möchte auf eine Veranstaltung, die er mit uns gemacht hat, 2016 an der KPH in Linz, hinweisen, wo er also seinen Oxford English Grammar Course vorgestellt hat. Und das war also immer wieder, und Sie haben es vielleicht auch in unseren Einladungen gelesen, Grammar doesn't have to be grey. Und er meint das sowohl übertragen farblich, als auch eben diese Aktivität, nicht das Passive, jetzt irgendwelche Regeln hingeworfen zu bekommen, die auswendig zu lernen, 50 Beispiele dazu, sehr ähnliche Beispiele dazu auszufüllen, sondern eben dieses aktive Selber, dieses Selbstentdecken, was natürlich die Sache auch interessanter macht. Und die zweite Quote steht sogar auf einem seiner Bücher drauf. Entschuldigung. Und zwar, Color makes the grammar clear. Clear, simple examples. Ich erinnere mich Rufzeichen an das, was die Tanja auch immer gesagt hat, genau passende, in die Situation, in einen Kontext eingebettet. Show how the grammar works. Und wie sie es auch Ihnen gerade gezeigt hat, in ISE machen wir das sogar so, dass wir auch die jeweiligen Teil, also Grammar Points auch immer wieder im Text highlighten. Also they show how the grammar works. Und ich glaube, da, das ist eigentlich etwas sehr Wichtiges. Wie gesagt, ich denke an meine Zeiten zurück, wo immer die 50-50 Chance war. Ja, es stimmt oder stimmt nicht. Probieren wir es halt. Das Verständnis oder das tiefe Verständnis kam dann erst wesentlich später. Ja, in diesem Sinne danke ich Ihnen nochmal ganz, ganz herzlich für Ihre Anwesenheit, für Ihre Teilnahme, für die Aufmerksamkeit. Es waren keinerlei Fragen. Also ich wage mal davon auszugehen, dass Sie da sehr viel auch mitnehmen konnten. Und wie gesagt, wie da auch die eine Kollegin geschrieben hat, freut mich total, wenn es Ihre Zugänge bestätigt hat und Sie sich bestätigt fühlen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und ganz wichtig, bleiben Sie gesund. Wir bleiben noch circa 10 Minuten jetzt im Chatroom. Wenn Sie noch Fragen haben oder noch was reinschreiben möchten in den Chat, wir sind da, wir können es noch beantworten. Ansonsten, wie gesagt, erhalten Sie dann morgen das Follow-up und in ein paar Tagen dann auch das Recording, also die Aufnahme. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank. Dankeschön. Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen ebenfalls einen schönen Abend und dass Sie gleich einmal was ausprobieren. Ha ha.